Moin Moin und willkommen zurück zu Mass Effect 1. Und wir versuchen uns jetzt in den Servicebereich, durch den Servicebereich reinzuschleichen, um zu bestimmten Bereichen zu kommen. Ich weiß gar nicht, wie das genau funktioniert. Wir probieren es einfach mal aus. Das ist der Wartungsbereich. Wir haben den Pass bekommen von Dr. Cohen. Genau, können wir wahrscheinlich hier irgendwie auch längs. Warum ist dann da jetzt so ein Ausrufezeichen? Kann ich irgendwas machen? Nö, steht nur was. Okay, gut. Das war der Bereich, wo wir wahrscheinlich rein sollten, ne? Deswegen ist das Ausrufezeichen da. Gut, aber müsste immer ein Pfeil sein, der nach oben oder unten zeigt dafür, finde ich. Das würde mehr Sinn machen. Widerliches Viech, widerliches Viech. Das Gift auch irgendwann von alleine weggeht. Wir testen es mal. Gut. Nichts drin. Okay, es gibt hier zwei Bereiche. Ah, da kommen wir gar nicht rein, ne? Doch. Das ist ein Upgrade-Kit, das holen wir uns mal. Ich glaube, ich muss es verwenden. Achtung! Sicherheitsprotokoll ist aktiv. Bitte kontaktieren Sie vor einer Wartung den Sicherheitsdienst. Okay, also wir gehen erstmal hier längs, gucken wir mal hier in einen anderen Bereich, bevor wir diesen Fahrstuhl benutzen. Im letzten Mal, als der sicherheitsaktiv war, wurden wir erschossen. Was ja auch uncool ist, ne? Da ist sie doch, Benicia, die Patriarchin. Okay, wir speichern einmal hier. Und dann werden wir auch nochmal ganz kurz, oh, bevor wir speichern, weit drum von mir, können wir einmal unsere Squad nochmal kontrollieren. Da haben wir nichts, aber die Ausrüstung. Das machen wir direkt. Diese 40 von Giftschaden, okay. Pack ich mal darauf. Gucken, ob es eine andere Waffe gibt, die ein bisschen besser ist. Okay. Obwohl die Schrotflinte Katana ist ja noch besser, sehe ich gerade. Ja, übertrag mal. Und dann. Mein Präzisionsgewehr tauschen wir auch aus und übertragen das. Gut. Ich gebe dir auch keine andere Rüstung für mich, ne? Das ist echt schade. Die könnte ich nutzen hier. Perfekt. Gut, wir probieren mal die anderen aus, was bei den anderen ist. Da haben wir leider keine Rüstung, aber wir könnten die Waffe erhöhen. Und übernehmen auch gleichzeitig die... Obwohl... Krass, wir haben ja noch viel bessere Waffen, sehe ich gerade hier. Mal noch zurückgehen. Kann ich auch die Waffe benutzen hier? Geht doch auch. Machen wir lieber so. Genau, und dann kann er nämlich... Er kann die hier bekommen. Übertragen wir. Bei der Schrotflinte könnte... Was habe ich denn an Schrotflinte noch hier? Okay, bei der Schrotflinte würde ich ihm dann tatsächlich diese geben. Handfeuerwaffe kann er die haben. Und Präzisionsgewehr. Da gucken wir gleich mal bei mir nochmal beim Präzisionsgewehr. Denn da könnten wir ja auch ein viel besseres bekommen. So, jetzt gehen wir bei ihr mal rein. Sie muss ja auch ein bisschen Schaden machen. Übernehmen wir. Ne, warte. Und hier noch was ist hin. Rüstung hat sie leider auch nichts Neues. Aber hier. Übernehmen wir. Übernehmen wir. Übernehmen wir. Gut. Speichern wir nochmal kurz. Und dann gehen wir da rein. Ich denke mal, es wird auf den Kampf rauslaufen mit der Patriarchin. Deswegen
Sie wissen nicht, wie es ist, eine Mutter zu sein. Leben zu erzeugen bedeutet Macht. Ein Leben zu formen, ihm Zufriedenheit oder Verzweiflung zu verleihen. Ihre Kinder sollten die unseren sein. Aufgezogen, um Sarens Feinde aufzuspüren und zu töten. Erwarten Sie kein Mitgefühl. Ganz gleich, wen Sie in diese Konfrontation noch mit einbringen. Liara ist hier, weil sie zu meiner Crew gehört. Wirklich? Was hast du ihm über mich erzählt, Liara? Was hätte ich sagen sollen, Mutter? Dass du den Verstand verloren hast? Dass du böse bist? Sollte ich erklären, wie man dich tötet? Was hätte ich sagen sollen? Haben Sie schon mal eine Asari-Kommandoeinheit gesehen? Wenige Menschen können das behaupten. Es gibt offensichtlich keine friedliche Lösung hierfür. Nein. Oh. Oh. Ah, was für eine dumme Kuh. Oh, die sieht ja böse aus. Okay. Da kommen auch irgendwelche Gates rein, okay. Ich kann gerade nicht sehen, wo die sind. Da auf mich geschossen. Mist, wo sind die? Warte, den kriegen wir auch. Komm da mal raus. Oh Gott, wie Leute holt sie denn noch? Oh, was kommen mehr? Irgendwo ist noch einer. Oh, es sind noch mehrere noch. Da oben ist auch noch einer. Oh, warte, er kommt. Noch weg, das drüben ist noch einer auf der anderen Seite. Okay, also die Handlanger haben wir weg. Es ist noch nicht vorbei. Saren kann nicht aufgehalten werden. Mein Verstand ist voll von seinem Licht. Alles ist so klar. Rachni sind anderer Meinung. Die Rachni haben nicht mit ihnen kooperiert. Warum sollte ich es dann? Ich werde ihnen nicht verraten. Sie werden... Sie... Hören Sie zu. Saren ist noch in meinem Kopf und flüstert mir Dinge zu.
Ich kann seine Beeinflussung bekämpfen, kurzzeitig. Aber die Indoktrination ist so stark. Warum sind Sie jetzt in der Lage, sich seiner Kontrolle zu entziehen? Ich habe einen Teil meines Verstandes vor der Indoktrination versiegelt. Habe ihn aufgespart für den Moment, wenn ich bei seiner Vernichtung helfen kann. Aber er wird nicht lange vorhalten. Sie könnten wieder angreifen. Sie könnten mich also wieder angreifen? Ja. Ja, aber das wäre dann nicht aus freien Stücken, Shepard. Die Leute sind nicht sie selbst, wenn sie ihnen sagen, soll ich ihr glauben? Sie ist doch eine Psychotante. Man beginnt, ihn zu verherrlichen, ihn zu verehren. Man würde alles für ihn tun. Die Sovereign, sein Flaggschiff, ist der Schlüssel. Sie ist ein Schlachtschiff von unglaublicher Größe und ihre Macht ist außergewöhnlich. Sie griff Eden Prime an. Das Schiff griff Eden Prime an? Ich hätte nicht gedacht, dass ein Schiff dieser Größe auf einem Planeten landen kann. Es hat einen gewaltigen Masseneffektantrieb. Aber das ist nicht die wahre Macht der Sovereign. Je länger man an Bord bleibt, desto richtiger erscheint einem Sarens Verhalten. Man sitzt zu seinen Füßen und lächelt, während man von seinen Worten durchdrungen wird. Zuerst ist es ganz subtil. Ich dachte, ich wäre stark genug, um zu widerstehen. Stattdessen wurde ich zu einem willigen Instrument, erpicht zu dienen. Er schickte mich hierher, um herauszufinden, wo das Mu-Massenportal ist. Sein Standort galt tausende von Jahren als verschollen. Wie verliert man ein Portal? Wie kann etwas so Großes verloren gehen? Vor 4000 Jahren wurde ein naher Stern zur Supernova. Die Druckwelle schleuderte das Portal aus seinem System, beschädigte es aber nicht. Es ist unmöglich, seine genauen Vektoren und seine Geschwindigkeit zu ermitteln. Während die Jahrtausende ins Land gingen, verhüllte es der Nebel, den die Nova erzeugt hatte. Es ist schwierig, ein kaltes Objekt im interstellaren Raum zu finden. Besonders eines, das von heißem Staub und Radioaktivität umhüllt ist. Sie haben die Info? Kann ich davon ausgehen, dass Sie die Koordinaten gefunden haben? Vor 2000 Jahren besiedelten die Rachni diese Gegend unserer Galaxis. Sie entdeckten das Portal. Die Rachni können Erinnerungen über ganze Generationen teilen. Und Königinnen können das Wissen ihrer Mütter erben. Ich konnte den Standort des Portals in den Gedanken der Königin lesen. Dabei war ich nicht gerade zimperlich. Sie bedauern ihre Taten? Sie können noch immer das Richtige tun. Teilen Sie diese Information mit mir. Ich war nicht ich selbst, aber ich hätte stärker sein müssen. Ich habe die Daten auf eine OSD geschrieben. Nehmen Sie sie. Bitte. Es reicht nicht, nur die Koordinaten des Portals zu kennen. Weißt du, wohin er von dort aus wollte? Sarin wollte mir sein Ziel nicht mitteilen. Aber sie müssen es schnell herausfinden. Ich habe ihm die Koordinaten übermittelt, bevor sie eintrafen. Oh. Sie müssen mich aufhalten. Ich kann nicht. Seine Zähne sind ganz nah an meinem Ohr. Seine Finger streichen über meinen Rücken. Sie sollten... Oh, sie sollten... Mutter! Ich... Geh nicht! Kämpfe gegen ihn an! Ich war immer so stolz auf dich, Liara. Oh. Wir müssen leider deine Mutter killen. Nein, ich kann nicht. Verdammt, ich konnte mich nicht mehr bewegen. Alter, ist sie stark. Ich hoffe, wir können direkt da weitermachen und müssen nicht das ganze Gesülze nochmal hören. Oh. Ich glaube, wir haben sie gerade gekillt. Ich bin am Ende. Sie müssen ihn aufhalten, Shepard. Ist die Gehirnwäsche wieder vorbei? Ich kann sie noch hören. Wie Metall auf Metall. Es kreischt und hallt wieder. Mutter! Gute Nacht, Kleines. Ich werde dich in der Dämmerung wiedersehen. Vielleicht. Kein Licht? Es hieß doch immer, man würde ein helles... Oh.
Tja. Oh oh. Hat die Tochter das jetzt abbekommen? Ja. Hä? Was macht die? Die hier dient als unsere Stimme. Wir können nicht singen, nicht in dieser Enge. Eure Musik ist farblos. Ich verstehe sie nicht. Musik? Was? Eure Art, miteinander zu kommunizieren, ist seltsam. Flach. Sie verleiht der Luft keine Farbe. Wenn wir sprechen, ist alles in Bewegung. Wir sind die Mutter. Wir singen für jene, die zurückblieben. Die Kinder, die ihr für verstummt hieltet. Wir sind Rachni. Kontrollieren Sie die Asari? Wie können Sie durch sie sprechen? Unsere Art singt, indem sie Gedanken berührt. Wir zupfen die Saiten und der andere versteht. Sie war leicht zu übermannen. Sie hat Farben, für die wir keinen Namen haben. Aber sie verblüht. Ihre Musik ist bittersüß, wunderschön. Die Kinder, die wir gebaren, wurden uns genommen, bevor sie das Singen erlernten. Wir haben sie an die Stille verloren. Beendet ihr Leiden. Sie können nicht gerettet werden. In ihrem jetzigen Zustand werden sie nur... Hm? Was stimmt mit ihnen nicht? Ich verstehe das nicht ganz. Warum töten ihre Kinder Leute? Diese Nadelmänner. Sie stahlen uns unsere Eier. Sie wollten... unsere Kinder in Kriegsbestien verwandeln, Klauen mit keinen eigenen Liedern. Unsere Ältesten fürchten die Stille nicht, aber Kinder kennen nur Angst, wenn niemand zu ihnen singt. Angst hat ihren Verstand zerschmettert. Das ergibt Sinn. Ein Baby, das man bis zum 16. Lebensjahr in einen Schrank sperrt, wird geistig nicht gesund sein. Wenn Sie sich sicher sind, dass Sie nicht gerettet werden können. Es ist beklagenswert, aber notwendig. Tue, was du tun musst. Bevor du zu unseren Kindern kommst, musst du an uns vorbei. Was wirst du singen? Lassen Sie mich frei? Werden wir ein weiteres Mal verklingen? Commander, die Tanks da in Ihrem Käfig. Da ist Säure drin. Stark genug, jede lebendige Kreatur zu zersetzen. Sie müssen einen Grund gehabt haben, sie aufzustellen. Sie haben einen Fehler gemacht. Sie haben die Kroganer zu weit gehen lassen. Wir haben jetzt die Chance, gleichzuziehen. Sie hat uns nichts getan. Ihre Gefährten hören die Wahrheit. Du hast die Macht, uns zu befreien. Oder unser Volk wieder der Stille der Erinnerungen zu übergeben. Ach, was machen wir das? Ich werde sie nicht töten, ich werde sie befreien. Sie werden hier sterben. Was machen wir? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir werden sie einfach mal befreien. Ich werde nicht ihre gesamte Rasse vernichten. Sie werden überleben und frei sein. Du wirst uns die Chance geben, uns neu zusammenzusetzen? Wir werden uns an dich erinnern und unseren Kindern von deiner Güte vorsingen. Ups, die Säure freigelassen auszusehen.
Okay. Amori ist tot. Na gut. Gucken, wo wir hin müssen. Heilen uns mal. Huch, ich wollte eigentlich da längs. Ah, da hinten ist der Ausgang. Einmal im Kreis gelaufen, wo man eigentlich direkt zum Ausgang kommen könnte, wenn man da runtergegangen wäre. Ob es gut war oder nicht, sie zu befreien, weiß ich nicht. Vielleicht haben wir das Glück, wenn sie ihren Kindern vorsingt, dass die Kreaturen uns dann auch nicht mehr angreifen. Das wäre natürlich ein Highlight. Schauen wir mal. Wir können auf jeden Fall mit dem Zug zurückfahren jetzt, denn woanders müssen wir auch gar nicht mehr hin. Ich glaube, wir müssen nur wieder zurück. Kann das sein? Ja, ich glaube schon. Zurück zur Normandy. Oh, warte, die Situation im Sicherheitsvolo war noch nicht geklärt. Okay, oh. Was haben wir denn da noch nicht gemacht? Okay, lassen wir mal hinlaufen. Hä? Haben wir das nicht geklärt? Warte mal kurz, da waren doch gerade noch irgendwelche Gegner da, ne? Lass uns da nochmal reingehen. Ich habe auf dem Bildschirm da gesehen, einfach da. Da kommen die Sicherheitslabore, okay. Okay, müssen wir mal gucken, was da Sache ist. Hier kann ich leider nicht meine... Naja, egal. Sprechen wir mal mit ihm hier. Sind Sie hier, um die Situation zu sichern? Ja. Richtig, ich bin Inspektor des Rats. Wer sind Sie? Ich bin Jaroslav Tartakovsky, Leiter der Verwaltung. Ich würde ja aufstehen und Ihnen die Hand schütteln, aber Sie müssen mir zuhören. Wenn wir unseren Fehler nicht rückgängig machen, werden wir von den Kampfstationen aus bombardiert werden. Verstanden? Was haben Sie getan? Bisher verstehe ich rein gar nichts. Was haben Sie hier gemacht? Bin Hex hat ein Ei gefunden. Es war auf einem verlassenen Schiff, das tausende von Jahren durch den Raum getrieben war. Es war ein Rachni-Schiff. Innen befanden sich zahlreiche Eier in einer Art Gelteschlaf. Sie brachten es hierher, um es aufzuwecken? Bin Hex wollte Rachni klonen. Wollten sie Massen produzieren, eine Armee erschaffen. Aber als sie hier ankamen, bemerkten sie, dass es kein gewöhnliches Rachni-Ei war. Es war eine Königin. Nachdem sie Eier gelegt hatte, brachten sie sie zur Riftstation. Das wissen wir ja alles schon eigentlich, ne? Sie glaubten, sie könnten die Babys ohne sie aufziehen, damit sie gefügiger wären. Das ist ja alles faszinierend, aber wir haben keine Zeit zum Plaudern. Diese Rachni können nicht mehr gerettet werden. Es ist zwar traurig, aber ihnen muss Sterbehilfe gewährt werden. Ich glaube, die Neutronenreinigung sollte aktiviert werden. Sobald die Reinigung scharf geschaltet ist, müssen wir uns unseren Fluchtweg freikämpfen. Geben Sie uns einen Moment, um zu Atem zu kommen und nachzuladen. Sicher, sicher. Ich warte hier. Ich bin gerade nicht sehr gut im Suchen. Mutter hat immer gesagt, mit mir würde... Gut. Wenn wir uns mal auf den Weg machen, das zu machen. Ich habe jetzt keine Lust, die Mutti da zu killen noch. Aber das machen wir erst beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.